herzlich willkommen bei den Hauptkids! Wusstest du, dass wir so himmelreich beschenkt sind von unserem Gott? Ich muss dir was erzählen, was mir diese Woche passiert ist. Und zwar, die Woche ging es mir nicht so gut. Ich hatte eine kleine Not oder eine kleine Sorge und ich war sehr traurig über eine Sache. Und die Traurigkeit, die ging schon ein paar Stunden und ich war den ganzen Tag traurig und ich konnte irgendwie nicht fröhlich werden und ich dachte, was kann ich tun, damit ich nicht mehr so traurig bin? Und dann dachte ich, Moment mal, ich muss doch eigentlich gar nichts selber tun. Ich kann das doch einfach Gott erzählen und mit ihm darüber reden. Er hat bestimmt den Plan. Und das war auf jeden Fall die Lösung, weil nachdem ich in mein Zimmer gegangen bin und mit Gott darüber gesprochen habe und ihm in meinem Gebet das alles erzählt habe, natürlich gab es dann nicht direkt die Lösung des Problems. Aber in meinem Herzen war ich gar nicht mehr traurig darüber. Mich hat so ein Friede von Gott erfüllt und eine Freude. Und ich dachte, wie schön ist das, dass wir Gott haben, dem wir alles erzählen können, egal wie es uns geht. Und er wird uns auch in unserem Herzen Frieden und Freude geben. Auch wenn dann nicht unbedingt das Problem direkt weg ist. Aber innere Einstellung, die kann Gott auf jeden Fall sofort ändern. Und das ist so schön. Unser Gott ist größer als alles und stärker als alles. Und wir können ihm alles sagen. Und das wollen wir auch in den nächsten zwei Liedern singen. Dass wir himmelreich beschenkt sind und dass wir auch, ich zumindest will, nie mehr ohne Gott leben und nie mehr von ihm weg, weil er so viel für mich getan hat. Und das sehen wir in den nächsten zwei Liedern. Also steht auf und macht kräftig mit. Ich bin himmelreich, reich beschenkt vom Himmel durch dich. Vater, ich bin himmelreich, reich beschenkt, denn du liebst mich. Vater, ich bin himmelreich, reich beschenkt vom Himmel durch dich. Vater, ich bin himmelreich, reich beschenkt, denn du liebst mich. Du bist größer, 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 reicher, reicher, reicher. Niemand kennt und liebt mich so wie du, 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 du. Du bist stärker, 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 schöner, schöner, schöner. Und ich werde Stück für Stück wie du, 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 du. Vater, ich bin himmelreich, reich beschenkt vom Himmel durch dich. Vater, ich bin himmelreich, reich beschenkt, denn du. Du bist größer, 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 reicher, reicher, reicher. Niemand kennt und liebt mich so wie du, 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 du. Du bist stärker, 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 schöner, schöner, schöner. Und ich werde Stück für Stück wie du, 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 du. Reicher, reicher, reicher. Niemand kennt und liebt mich so wie du, 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 du. Du bist stärker, 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 schöner, schöner, schöner. Und ich werde Stück für Stück wie du, 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 du. Du bist größer, 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 reicher, reicher, reicher. Niemand kennt und liebt mich so wie du, 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 du. Du bist stärker, 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 schöner, schöner, schöner. Und ich werde Stück für Stück wie du, 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 du. Na, 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 na
dass du für mich geboren bist, will ich nie mehr von dir weg. Kinder, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Wort Fürsorge. Wichtiges Thema, Ohren ausspitzen. Also, erstens, was bedeutet Fürsorge überhaupt? Fürsorge ist, wenn jemand deine Hilfe benötigt und du deine Hilfe ihm anbietest. Zum Beispiel, deine Schwester oder deine Bruder haben Probleme mit einigen Schulaufgaben und du machst es dir zur Aufgabe, ihr oder ihm zu helfen und deine Hilfe deiner Schwester oder deinem Bruder anzubieten. Ich denke, dein Bruder oder deine Schwester werden sich mega freuen, wenn du hilfst. Aber es gibt auch zum Beispiel Organisationen oder Hilfsorganisationen, die vielleicht armen oder kranken Menschen helfen. Zum Beispiel gibt es eine ganz bekannte Hilfsorganisation aus Afrika, die heißt UNICEF. Und die hilft zum Beispiel auch Kindern, die nicht so viel Nahrung haben, und sie helfen ja auch mit Medizin und Kleidung. Das ist auch eine Art von Fürsorge. Sie helfen diesen Menschen freiwillig, weil sie wissen, dass diese Menschen Hilfe, ihre Hilfe benötigen. Es gibt auch in der Bibel, in Sprüche 3, 27, das wird auch euer Lernvers sein, also gut aufpassen. Wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht. Also, Kinder, ich möchte, dass ihr diesen Vers auswendig lernt. Ihr könnt gerne auch ein Video dazu machen, wie ihr dann mit euren Geschwistern alle zusammen diesen Lernvers aussagt und mir dieses Video dann schickt. Ich würde mich auf jeden Fall für jedes Video mega freuen, wenn ihr mir dann eins schickt. Und dann kann ich auch sehen, wie gut ihr diesen Lernvers auswendig kennt. Und eine zweite Aufgabe wird sein, ihr werdet euch ein Blatt holen und ihr braucht einen Stift. Und dann werdet ihr als Überschrift schreiben, heute habe ich geholfen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann könnt ihr eine Liste führen für die ganze Woche vielleicht. Und dann könnt ihr aufschreiben, was ihr schon alles dieser Woche wem ihr diese Woche schon geholfen habt. Vielleicht eure Mutter in der Küche oder mit der Wäsche, vielleicht draußen im Garten oder euren Geschwistern. Schreibt so viel auf, wie ihr wollt, und ihr könnt auch dann davon ein Bild machen und mir zuschicken. Ich werde mich auch mega freuen, wenn ich ganz viele Listen bekomme. Ich möchte euch einfach ermutigen, anderen Menschen zu helfen, die eure Hilfe benötigen. Und denkt nicht, ihr könntet nichts. Denn jeder Mensch ist was Besonderes und jeder Mensch hat auch ein Talent und jeder Mensch kann auch mit kleinen Dingen jemand anderes helfen. Vergesst das nicht. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Hallo Kinder. Oh, hallo. Wir sind immer noch auf der Reise. Auf der Reise nach Kaiserslautern. Jetzt haben wir uns hier erstmal niedergelassen, um nämlich die ganze
Houston. Schaut sie euch mal an, Kinder. Hannes, ja? Kennst du eigentlich das Sprichwort? Pusteblumen pusten, das vertreibt den schlimmsten Husten. Ja, komm. Das ist ein guter Tipp gegen Corona. Ja, lass uns weiter pusten, Annika. Oh, macht das Spaß. Das ist echt so cool. Du, Hannes. Ja? Was hältst du eigentlich davon, wenn wir den Kindern mal unsere Freunde vorstellen? Du meinst... Ja, nicht warten. Na klar, das ist eine super Idee. Kinder. Habt ihr Lust, Kinder? Kommt. Wir zeigen euch unsere besten Freunde. Kommt mit. So, Kinder, jetzt sind es nur noch wenige Meter bis zu unserem Freund. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt, was die Kinder wohl sagen werden. Hannes? Ja? Sollen wir unseren Freunden vielleicht auch etwas zu essen mitbringen? Unbedingt. Und Kinder, also erschreckt euch nicht, aber es kann auch ein bisschen laut werden. So, Kinder, schaut mal, was jetzt passiert. Schaut mal, wer jetzt kommt. Das sind unsere Freunde. Warst du schon mal in deinem Geschäft oder einem Park und konntest deine Eltern nicht mehr finden? Bist du dir da verloren vorgekommen? Hast vielleicht geweint? Also mir ist das einmal passiert mit meinem Sohn, als er noch klein war. Da hatten wir einen Ausflug in eine fremde Stadt gemacht und plötzlich war das Kind weg. Das war ein schreckliches Gefühl. Wir haben ihn überall gesucht und seinen Namen gerufen und die Leute nach ihm gefragt. Und vor allen Dingen haben wir die ganze Zeit gebetet, dass ihm ja nichts zustöße. Und nach einer ganzen Weile fanden wir ihn dann ganz aufgelöst voller Tränen. Und er konnte danach ganz lange Zeit nicht mehr unterwegs sein, ohne meine Hand ganz festzuhalten. Aber wisst ihr was? Bei unserem Vater im Himmel ist es ganz anders. Er weiß immer, wo wir sind, zu jeder Zeit. Und was wir machen und vor allem, wie es uns geht. Denn Gott ist der Einzige, der in unser Herz schaut. Dazu erzählte Jesus einmal eine Geschichte. Ein Hirte hatte 100 Schafe. 100 ist ganz schön viel. Vielleicht hat jemand von euch schon mal so eine riesige Schafherde gesehen. Also für mich würde jedes Schaf wie das andere aussehen. Aber nicht für den Hirten. Ein guter Hirte kennt alle seine Schafe. Und die Schafe kennen ihn und sie folgen ihm. Und der gute Hirte sorgt so gut für sie. Täglich führt er sie zum frischen, grünen, saftigen Gras und danach zu frischem, kühlem Wasser. Und der Hirte hat auch einen Stab. Und damit hält er alle Gefahren fern von seinen Schafen. Wenn zum Beispiel ein Wolf oder sonst ein wildes Tier kommt, so verjagt der Hirte das mutig mit seinem Stab. Und eines Tages, besser gesagt am Ende des Tages, merkte der Hirte, dass irgendwas nicht stimmt. Er schaute die Schafe genau an und tatsächlich, ein Schaf fehlte. Oh weh. Der Hirte könnte ja sagen, ich habe ja die 99 noch, die reichen mir. Oder er könnte sagen, ich gehe morgen mein Schaf suchen, heute bin ich viel zu müde. Aber nein, ohne zu zögern, lässt der Hirte die 99 Schafe zurück und macht sich auf den Weg, um das eine Schäfchen zu suchen. Und das war ganz schön anstrengend. In der Dämmerung sah er den Weg nicht mehr und stolperte ständig über einen Stein. Oh weh! Oder er kratzte sich an den Dornen. Aua!
Aber das macht ihm gar nichts aus. Endlich hört er von Weitem mein Schaf. Meh, meh. Oh, das ist mein Schäfchen. Schnell ging der Hirte dahin. Das hatte sich in einem Gestrüpp verfangen. Oh nein. Vorsichtig löste er alles. Und voller Freude nahm er das Schaf auf seinen Arm und trug es den ganzen weiten Weg nach Hause. Und zu Hause angekommen, rief er alle seine Nachbarn zusammen und sagte: Freut euch mit mir, mein Schaf war verloren und ich habe es wiedergefunden. Lasst uns ein Fest feiern. Jesus ist wie der gute Hirte in unserer Geschichte und wir sind seine Schafe. Und Jesus passt so gut auf uns auf. Und in der Bibel steht, im Himmel wird Freude sein über jeden Einzelnen, der zu Gott kommt. Und zu ihm zu kommen ist gar nicht schwer. Da müssen wir nur unsere Hände falten und Jesus bitten, dass er uns unsere Schuld vergibt und ihn in unser Herz einladen. Und dann gehören wir für immer zu ihm. In Matthäus 28, Vers 20 lesen wir, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeiten. Das heißt, wenn diese Zeit einmal vorbei ist, dann holt uns Jesus zu sich und wir dürfen für immer bei ihm sein. Oh, bin ich schon auf Sendung? Hallo Kinder. Ich muss sagen, ich bin etwas irritiert. Die Tina ist gar nicht da, wo sie doch sonst immer schon da ist. Ich glaube, ich schau mal noch hier. Oh, hallo Kinder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oh Tim, wo bleibt denn wieder dieser Tim? Die Mama muss ich auf ihn warten. Tim! Oh, da bist du ja, Tina. Wieso, hast du immer nach mir gesucht? Na ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Oh, das ist aber lieb von dir, Tim. Aber Tim? Ja, Tina? Das ist ja wie in unserer Geschichte. Der Hirte suchte sein Schaf. Und da freut er sich doch so sehr, dass er es wieder gefunden hat. Freust du dich auch, dass ich wieder da bin? Ja, Tina, ich bin ziemlich erleichtert. Oh, Tim, ich bin so froh. Wieso, Tina? Weil Jesus doch unser guter Hirte ist. Und er passt so gut auf uns auf. Der sorgt für uns. Ja, das ist klasse. Also, Kinder, dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kinder von mir. Und vergesst nicht, Jesus ist unser guter Hirte. Tschüss. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, heute wieder mit euch basteln zu dürfen. Passend zur Geschichte, die ihr gerade hören durftet, werden wir heute ein Schaf zusammenbasteln. Das Schaf wird hoffentlich am Ende ungefähr so aussehen und auf der Rückseite wird noch der Vers stehen, den ihr heute bei Molly hören durftet. Wer von euch erinnert sich denn, welchen Vers Molly heute erwähnt hat? Falls ihr euch gerade nicht dran erinnern könnt, könnt ihr mal beim Basteln überlegen, vielleicht fällt er euch dann noch ein. Und zum Basteln heute braucht ihr einen Kleber, eine Schere, einen schwarzen und einen weißen Stift, weißes Papier, etwas Matte und ein großes schwarzes Blatt Papier. Wenn ihr das alles habt, dann kann es auch schon losgehen. Viel Spaß! Als erstes legt ihr eure Hand auf das schwarze Papier und umzeichnet sie. Jetzt schneidet ihr die Hand auf. Nun dreht ihr die Hand so um, dass die Finger nach unten zeigen und der Daumen nach links zeigt. Auf diese Seite schreiben wir jetzt den Vers auf. Und ist euch eingefallen, welchen Vers Molly erwähnt hat?
Sprüche 3, 27. Wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht. Jetzt holt ihr ein Stück vom übrig gebliebenen schwarzen Papier. Hier malen wir jetzt den Kopf des Schafes drauf. Malt eine Eiform, die ungefähr so lang ist wie euer Daumen. Und daneben zwei Ohren. Und dann könnt ihr den Kopf ausschneiden. Als nächstes malen wir auf dem weißen Papier die zwei Augen. Hierfür könnt ihr eine 1-Cent-Münze verwenden, dann werden eure Kreise perfekt rund. Und wenn ihr fertig seid, dann schneidet ihr sie aus. Als nächstes malt ihr die Augen mit dem schwarzen Stift an. Und klebt sie dann auf euer Schaf. Danach dreht ihr eure Hand so um, dass die Finger nach unten zeigen und der Daumen nach rechts zeigt. Und macht den Kleber auf dem Daumen entlang. Und darauf könnt ihr jetzt den Kopf kleben. Jetzt kleben wir die Wattebällchen auf, so dass am Bauch kein schwarzes Papier mehr zu sehen ist. Und zuletzt könnt ihr euer Schaf noch so dekorieren, wie ihr es möchtet. Ich habe meinem Schaf ein Schleifchen gegeben. Dann müsst ihr es nur noch trocknen lassen und schon ist euer Schaf mit Lernvers fertig. Alle sind weg. Ich bin hier ganz allein im Wald. Wir wollten doch nur einen Abendspaziergang machen und jetzt bin ich alleine. Ich bin müde. Es ist schon dunkel. Ich habe mich verletzt. Ich habe Angst. Hilft mir denn keiner? Kinder, ich habe mich schrecklich verirrt. Ich muss jetzt an das Schäfchen aus dem Gleichnis denken. Wie hat es sich wohl gefühlt? Das hatte bestimmt auch Angst gehabt und war müde, war hungrig. Vielleicht hat es sich auch so verletzt, wie ich mich verletzt habe. Auf jeden Fall war es ganz allein. Aber der gute Hirte, der hatte sein Schäfchen nicht vergessen. Der hatte es gesucht und gefunden und hat es dann glücklich nach Hause getragen. Und wisst ihr was?
Bei Gott ist das genauso. Manchmal entfernen wir uns auch von Gott, gehen in die Irre, gehen eigene Wege, sündigen. Aber Gott wird auch uns suchen. Wir sind ihm nicht egal. Und er wird uns wieder froh machen und wir werden glücklich bei ihm sein. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir mit Absicht in die Irre gehen können und denken, ja, der gute Hirte, der sucht mich und der findet mich. Nein, wir wollen auf die Stimme des guten Hirten hören und ihm folgen. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Hirte bist, der nach seinen Schäfchen sucht. Danke, dass du den Überblick über all deine Schafe hast und dass du kein einziges Schäfchen vergisst. Dafür danke ich dir. Hilf uns bitte, dass wir auf deine Stimme hören und nicht auf unsere eigene Stimme oder auf die Stimme unserer Mitmenschen, sondern dass wir auf dein Wort hören und deiner Stimme folgen. Hilf du uns allen, besonders auch den Kindern. Amen. Kinder, ihr braucht keine Angst haben. Ich finde wieder nach Hause. Ich habe hier ein Handy, wo ich um Hilfe rufen könnte. Und außerdem ist mein Mann mit dabei. Also keine Sorge, bei der nächsten Kinderstunde bin ich wieder mit dabei. Macht's gut! Am Sonntag ist Muttertag und da möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, euch Mamas auch ein paar Worte zu sagen. Gott hat uns doch wirklich reich beschenkt. Er hat uns das Vorrecht gegeben, Mütter zu werden, Mama zu sein. Das ist doch echt etwas ganz Besonderes, was Wunderschönes. Aber ganz ehrlich, fühlen wir das auch jeden Tag, dass es etwas ganz Wunderbares, Wunderschönes ist? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selbst bin Mama von 3 Kindern und mancher Tag ist echt schon eine Herausforderung. Man hat Ansprüche an sich selbst, es werden Erwartungen eingestellt, man will allen gerecht werden und man selbst bleibt irgendwie auf der Strecke. Vielleicht vergleichen wir uns auch zu oft mit anderen Müttern. Aber wisst ihr, wir Mamas müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht jeden Tag perfekt geputzt haben oder perfekt gekocht haben. Das Allerwichtigste ist doch, dass wir unsere Kinder lieben, dass wir Jesus lieben, dass wir von ihm unsere Kraft und unsere Stärke bekommen. Und dann ist es auch vollkommen okay, wenn du mal eine Woche nicht gesaugt hast oder geputzt hast oder wenn deine Fenster nicht perfekt sauber sind. Für Sonntag wünsche ich dir einfach, dass deine Lieben dich verwöhnen, dass du einen wunderschönen Tag hast und dass du auch den Segen Gottes spüren kannst. Alles Liebe zum Muttertag! Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Römer 8, Vers 28. Ich wollte euch so ganz lange fragen. Ich wollte euch so zeigen, wie ich Fahrrad fahren kann. Und ich kann es schon sehr gut. Tschüss. Ich wollte euch gerade noch was zeigen. Ich kann was ganz, ganz Besonderes. Ich möchte euch heute ein paar Kunststücke auf meinem Pferd zeigen. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich mich hochhebe. Jetzt möchte ich euch sowas zeigen. Und jetzt möchte ich euch sowas zeigen. Und jetzt zum Schluss springe ich von meinem Pferd runter. Tschüss! Und wollte euch zeigen, was ich für ein Erfrischungsgetränk mir bei warmen Tagen mache. Also dafür braucht ihr einmal Pfefferminze, ein Becher.
schneiden. Ich fange mit der Zitrone an. Auf den großen Stein, auf den größten Stein klettere. Und wieder runter. Und jetzt will euch auch die Lilly zeigen, wie sie da hochklettert. Da könnt ihr gerne mal in die Mehlinger Heide kommen, weil hier kann man schön und viel Zeit verbringen. Tschüss! Hallo, heute machen wir eine Fahrung. So, und wir sind gerade auf einer riesigen Blume. Und jetzt pflücke ich ein paar Blumen. In der Fahrradtour drin. Jetzt fahren wir los! Und? Uns macht das Spaß, wir müssen nicht mithelfen. Ich denke, ich gepasst habe. Ich esse noch Pustenblumen an der Seite. Da sind meine Eltern, mein Papa und auf dem Fahrersitz. Meine Mama. Kevin und Stefan machen wir heute zusammen eine Fahrradtour. Und ich hab noch eine Blume. Sie sieht so aus. Am Sonntag ist der Muttertag und deshalb wollte ich etwas zeigen, was ihr basteln könnt. Das geht auch ganz einfach. Das sieht richtig schön aus, aber wie genau das geht, das erkläre ich euch später. Ich zeige euch erstmal, was ihr alles braucht. Ihr braucht schönes Papier, also buntes Papier. Ich habe mir die beiden ausgesucht, aber ihr könnt euch alles aussuchen, was euch gefällt. Dann einmal braucht ihr eine Blumenschablone, dann ein bisschen dickeres Papier, Scheren braucht ihr auch, einen Kleber, ein paar Stifte, Bastelstäbchen,
Klebeband und einen Becher. Und ihr braucht einen Papa, weil die Mama nicht helfen kann. Warum soll ich mitmachen? Weil Muttertag ist. Ah, deswegen. Okay, dann helfe ich gerne. Was darf ich machen? Mit der Blumenschablone hier eine Blume drauf machen. Und dann ausschneiden. Abzeichnen und ausschneiden. Na gut, ich probiere es. Hoffentlich kriege ich es hin. In der Zeit nehme ich mir eines von meinen bunten Papieren, drehe es um, hole mir einen Bleistift und den Becher und zeichne ihn ab. Und was für ein Teil gibt das von der Blume? Das gibt den Teil, wo Mama draufsteht. Ah, hier. Okay. In der Mitte. Ja, mal gucken, ob ich schneller bin. Ich bin fertig. Aber ich muss noch ausschneiden. Okay. So, den Kreis habe ich fertig. Und jetzt schneide ich ihn auch noch auf. Dann nehme ich mir das andere Papier, das auch um, hole mir dann schnell die Blumenschablone. Ja. Und hole mir nochmal ein Bleistift und zeichne das auch auf das Papier. Okay, ich bin fertig. Wow, so schnell. Okay. Dann kannst du vielleicht in der Zeit das Stäbchen grün anmalen. Und ihr könnt jede Farbe nehmen. Grün? Meinst du, dass uns immer grün gefällt? Stimmt. Okay, also, dann lege ich mal los. Ich bin fertig mit dem Stäbchen. Und ich bin fertig mit der Blume. Wenn ihr jetzt auch beides ausgeschnitten habt, dann macht ihr Kleber auf den Kreis und klebt ihn hier drauf. Und wenn ihr das aufgeklebt habt, dann nehmt ihr eure Blume und klebt die auch da drauf. Aber achtet, dass ihr die Blätter nicht aufklebt, sondern nur da, wo der Kreis ist. Aufgeklebt. Und jetzt schreibt ihr hier in die Mitte Mama rein. So, und dann schreibt ihr unter die Blätter schöne Dinge für eure Mama hin oder für Dinge, die ihr für die ihr. Aber wenn wir alles reinschreiben wollten, dann hätten wir ja so viele Blätter machen müssen, gell? Okay, aber das Wichtigste und das Schönste haben wir schon mal reingeschrieben. Und jetzt? Bin ich fertig. Jetzt drehen wir das um, holen den Stab, den du angemalt hast. Ah ja. Okay, und holen das Klebeband noch dazu. Und ich jetzt der Anfang. Schneiden jetzt das hier ein bisschen ab. Aus den Scheren. Ich helfe dann, wenn ich schon da bin, dann kann ich mir helfen. Zack! So, und jetzt kleben wir ihn. Muss ich auch darauf achten, dass ich den Stiel so klebe, dass Mama gerade ist. Vorsicht, ja. So, jetzt. Und fest damit. Vielleicht machen wir noch eins. Okay, dann ist nicht so verrutscht. Halt fest. Geben. Zack. Und. So, und dann ist eure Blume fertig. Okay, das haben wir gut gemacht. Mhm. Ciao, ciao. Tschüss. Winke. Und noch.
Himbeeren. Und für die Großmutter. Und eine Schlüssel und ein Kuchen und so ein. Fischkäse in die Schüssel. Und dann noch ein Zucker. Und ein Teller. Okay, Kinder, ihr könnt es nachbacken.